Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir gedacht, wir quatschen heute mal wieder eine Runde zusammen, weil in letzter Zeit nicht so viele Videos von mir gekommen sind, wie ihr ja vielleicht bemerkt habt. Und ich dachte mir, ich setze mich einfach mal vor die Kamera und erzähle euch einfach mal ein bisschen, was bei mir im Moment so los ist und woran es liegt, dass im Moment weniger Videos kommen. Und genau, ich dachte mir, ich habe mir hier ein Käffchen gemacht und ich würde euch raten, macht euch auch ein Käffchen oder einen Tee oder irgendwas. Und ich denke, das Video wird einen Moment dauern. Ich habe mir hier einen Zettel aufgeschrieben. Ich habe hier mir ein paar Notizen gemacht, über was ich gerne mit euch reden wollen würde und was ich euch so gerne erzählen würde, was hier gerade so passiert. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich würde sagen, ich fange einfach mal an und nehmen wir erstmal einen Schluck Kaffee, würde ich sagen, und dann legen wir los. Ja, warum kommen so wenige Videos im Moment von mir? Beziehungsweise, es kommt ja immer mal ein Video, aber ich habe einfach im Moment nicht wirklich viel zu zeigen. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich fange mal damit an. Erstens mal wisst ihr ja, haben wir immer noch unsere Baustelle. Nein, wir sind immer noch nicht umgezogen. Ich hatte das ja auch in anderen Videos schon mal erwähnt, dass wir ja ein Haus gekauft haben und das ja nicht unbedingt nur renovierungsbedürftig ist, sondern wirklich eigentlich so saniert werden muss. Es muss alles neu gemacht werden und wir machen halt eben auch viel selbst. Und dementsprechend nimmt das wahnsinnig viel Zeit in Anspruch und das ist mit so ein kleiner Grund, warum weniger Videos kommen, weil ich einfach auch viel Freizeit im Moment auf der Baustelle verbringe. Und das ist schon mal so der erste Punkt, warum einfach weniger Zeit ist zum Videos drehen und halt eben auch weniger Zeit zum Basteln, was ja dann wieder so ein bisschen ineinander greift. Wenn ich kaum Zeit habe, was zu basteln, dann habe ich auch nichts zum Zeigen. So, wisst ihr, wie ich meine? Also man hat ja, wenn man sich kaum hinsetzen kann und basteln kann, dann kann man auch kein Craft-Update zeigen. Oder ich habe ja jetzt mal wieder ein bisschen was gebastelt gehabt. Habt ihr ja vielleicht gesehen in meinem letzten Video, in meinem Mini-Shop-Update. So ab und zu hat man dann doch mal ein bisschen Zeit, was zu basteln. Und dann kommt auch mal wieder was rum, aber halt eben nicht so viel wie vielleicht vorher. Und dazu kam dann auch noch so ein bisschen, dass ich teilweise einfach auch weniger Motivation hatte. Also es gibt ja auch so Phasen im Leben, wo man zwar jede Menge Zeit hat zum Basteln, aber dann irgendwie, das ist ja auch immer ganz lustig, weil wenn man keine Zeit hat zu basteln, dann würde man gerne und wenn man Zeit hat zu basteln, dann macht man es irgendwie nicht. Also das ist dann immer so, da könnte man eigentlich, aber macht es dann halt nicht. Und ja, das habe ich halt ganz oft im Moment, dass ich mir denke, oh Mann, warum muss ich jetzt arbeiten? Ich würde jetzt viel lieber basteln und dann habe ich frei und bastel aber trotzdem nicht. Also es ist auch irgendwie so ein bisschen, aber ich glaube, das kennt jeder. Und ja, mir hat da auch einfach so zwischendurch mal so ein bisschen die Motivation gefehlt, was das Basteln angeht. Oder ja, so die Ideen waren einfach ein bisschen weniger und ja, es ist einfach immer dasselbe gewesen und man hat dann halt einfach nicht so die Lust, sich hinzusetzen an Basteltisch oder man hat einfach auch anderes im Kopf. Es ist auch so viel, ich sag jetzt auch mal, passiert in den letzten Monaten, ist jetzt nicht viel, ja, ich sag jetzt mal, es ist schon schlimm, aber jetzt, ne, wir hatten ein paar Todesfälle in der Familie und ich will jetzt auch gar nicht da weiter so drüber quatschen, aber es sind halt einfach so viele Sachen, die passiert sind und so viele Sachen, die auch doch irgendwie noch so an einem so ein bisschen nagen und man hat einfach manchmal so nicht so die Motivation, sich da jetzt hinzusetzen oder ich habe oft einfach den Kopf nicht frei. Also ich habe so ein bisschen das Problem, ich kann mich da manchmal einfach nicht hinsetzen, obwohl ich weiß, ich habe jetzt ganz viel Zeit und könnte basteln, habe aber so viel anderes im Kopf, dass ich einfach nicht abschalten kann. Also das geht mir im Moment wahnsinnig oft so, dass ich Zeit hätte, irgendwas zu machen, aber halt eben irgendwie nicht den Kopf dazu habe. Und deswegen macht man dann andere Sachen, die eigentlich total sinnlos sind. Oder man sitzt rum und guckt blöd Fernsehen oder guckt irgendwelche Serien und was ja auch cool ist. Und aber irgendwie nutzt man die Zeit nicht, die man so eigentlich hätte. Das geht mir zumindest im Moment oft so. Und
Ja, deswegen kommen keine Bastelvideos. Das ist so der Hintergrund erstmal damit oder darüber. Was mein Plan ist, allgemein, ja, ich mische irgendwie schon wieder so ein bisschen die Themen ineinander, die ich ansprechen wollte, aber es ist egal, weil ich erzähle es euch jetzt einfach, wie es mir so in den Sinn kommt. Ich habe mir vorgenommen, viele Sachen aufzubrauchen. Also ich habe einfach so viele Sachen und ich habe mir echt vorgenommen, mal ein bisschen was zu verbrauchen. Das heißt, ich versuche einfach in nächster Zeit, wenn ich Zeit und Lust habe, was zu basteln, auch einfach was draus zu machen aus den Sachen, die ich schon da habe und euch da vielleicht auch immer mal einfach mitzunehmen in vielleicht auch kurzen Videos. Mal gucken, um einfach mal kurz zu zeigen, das mache ich gerade, daran sitze ich gerade und das irgendwie so bastel ich gerade, keine Ahnung, irgendwie sowas. Wobei man halt auch einfach oft gar nicht weiß, was man nebenbei erzählen soll beim Basteln, aber wird schon irgendwie gehen. Ansonsten lege ich einfach Musik drüber oder so, mal gucken. Aber das ist so der Plan für die nächste Zeit. Ja, genau, was das Basteln angeht. Ansonsten geht es natürlich auch noch um das zweite große Thema auf meinem Kanal, und zwar die Kerzen. Da geht es mir im Moment relativ ähnlich. Da möchte ich auch gleich nochmal ein Thema ansprechen, aber ich erzähle jetzt erstmal kurz was anderes. Und zwar ist es auch so, dass ich einfach wahnsinnig viele Kerzen habe und ich versuche im Moment wirklich ein bisschen aufzubrauchen. Das ist so gerade mein Plan. Es geht mir im Moment um alles. Es geht um Kerzen, es geht um Bastelkram, aber genauso auch um Kosmetik und alles, was man halt so ansammelt. Ich bin auch echt so ein Sammelmensch. Also ich sammle alles Mögliche an. Ich kaufe mir auch zum Beispiel, ich sag jetzt mal, eine neue Hautcreme oder eine neue Zahncreme oder eine neue Wimperntusche oder irgendwie sowas und kann einfach nicht die alte aufbrauchen, sondern muss gleich die neue testen, weil man hat sie ja neu gekauft. Und so hat man irgendwie dann 25 angefangene Packungen im Schrank von irgendwas und es wird einfach nicht leer. Und ich habe mir fest vorgenommen, das ist übrigens die Katze im Hintergrund, also nicht wundern, ich habe mir fest vorgenommen, mal ein bisschen was aufzubrauchen, einfach nicht mehr so viel zu shoppen. Und einfach mal das aufzubrauchen, was man schon zu Hause hat. Gerade so Sachen wie Bodylotions und Duschgels und was man halt alles so ansammelt. Einfach mal leer machen und dann die leere Packung wegschmeißen und sich einfach drüber freuen, dass man mal was aufgebraucht hat. Und so geht es mir halt auch gerade mit den Kerzen, obwohl es mir wirklich schwer fällt, weil ihr wisst ja, gerade Kerzen aufbrauchen, da tue ich mich wahnsinnig schwer, weil man will ja ewig lang was von den Düften haben und man will die Düfte ja für sich bewahren, sage ich mal. Und mir fällt es halt immer sehr schwer, die Gläser leer zu machen und zu wissen, das war's jetzt mit dem Duft. Ich habe nicht unbedingt gleich ein Backup oder so, sondern wenn der Duft jetzt aufgebraucht ist, ist er aufgebraucht und dann ist er halt weg. Und das fällt mir sehr schwer, aber ich bin dran und es wird auch in Zukunft mehr, hoffe ich zumindest, oder demnächst auch mal wieder ein Aufgebraucht-Video geben auf meinem Kanal, was Kerzen angeht. Ich versuche echt zu düfteln, auch wenn es mir schwerfällt, auch Tarts aufzubrauchen, weil sie so lange duften. Also ich kann das nicht. Ich tue meine Tarts in die Duftlampe und die duften einfach ewig. Und ich kann das nicht, die dann nach 2 Tagen irgendwie rausschmeißen, nur wegen einem neuen Duft, sondern ich benutze Tarts teilweise wirklich 2 Wochen am Stück und ich finde, die duften dann immer noch. Natürlich nicht mehr so intensiv wie vorher, aber ich finde, sie duften auf jeden Fall noch. Und gerade für kleine Räume, so wie mein Studio, ist das eigentlich top geeignet. Und das geht eine ganze Weile so mit Yankee Candle Tarts. Und von daher brauche ich halt immer eine ganze Weile, um Sachen aufzubrauchen. Und ich tue mir immer noch sehr schwer, Sachen gleichzeitig zu benutzen. Das heißt, in einem Raum eine Kerze an, in noch einem Raum eine Kerze an und so, weil die Kerzen sind einfach so wahnsinnig teuer, dass man, ich versuche so viel wie möglich für mich da rauszuholen und ich kann das einfach immer noch nicht so gut, mehrere Yankee Candles zum Beispiel gleichzeitig abzubrennen, weil das ist mir einfach zu schade. Aber ich arbeite dran und versuche ein bisschen was aufzubrauchen und ja, dann kommt eventuell demnächst auch ein Aufgebraucht-Video wieder mal. Im Gegensatz halt eben zu den Warmgeschnuppert-Videos, das klappt im Moment bei mir ganz und gar nicht. Habt ihr ja schon gemerkt. Und ja, so viel dann dazu. Und dann kommen wir auch gleich schon ins nächste Thema über.
was ich jetzt schon mal so ein bisschen angeschnitten habe. Und zwar geht's um Shopping. Shopping und das Thema Hauls allgemein. Mir geht es ein bisschen darum im Moment, es kommen weniger Videos auf meinem Kanal, weil ich auch einfach weniger einkaufe. Das heißt, ich kaufe weniger Bastelmaterial, ich kaufe weniger Kerzen, dementsprechend kann ich nichts zeigen. Fällt mir schwer, weil ich euch auch immer gerne was zeigen wollen würde, aber ich kann es mir einfach nicht leisten auf Dauer. Es ist einfach mal Fakt, dass gerade das Hobby Kerzen wahnsinnig teuer ist und ich einfach auch, also erstens mal wirklich so, so viele Kerzen schon habe, dass es für mich auch einfach keinen Sinn mehr macht, ständig Kerzen zu shoppen und zu shoppen und zu shoppen, weil meine Schränke sind voll. Ich habe Kerzen und Kerzen und Kerzen und klar kommen immer mal wieder neue Düfte raus von verschiedenen Firmen, die mich auch interessieren, aber ich versuche es einfach im Moment nicht zu kaufen, weil ich genug Kerzen da habe. Und der Platz ist halt auch einfach begrenzt. Genauso wie eben auch das Geld. Es ist einfach so. Es ist Fakt, kein Mensch hat einen Goldesel im Keller. Wäre schön, aber ich hab zumindest keinen. Und dementsprechend kann ich halt auch nicht shoppen, shoppen, shoppen und dementsprechend dann halt auch weniger Videos machen. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich war zum Beispiel das letzte Mal im September beim Action. Und das ist für mich lange, wirklich lange. Das ist ein halbes Jahr, wo ich nicht mehr beim Action war. Und ich war früher ständig beim Action. Aber ich habe irgendwann so viel gekauft an Bastelmaterial, was ich nie im Leben verbrauchen kann. Und warum soll ich weiter zum Action fahren, nur damit ich Action Hauls zeigen kann? Gerade die Action Hauls, wo man ja weiß, dass die wirklich viel geklickt werden, dass die wahnsinnig viele Klicks kriegen, dass die wirklich erfolgreich sind, sage ich jetzt mal also die Action Hauls auf meinem Kanal sind mit die meistgeklickten Videos, die ich habe. Und ich finde das irgendwie erstens mal sehr schade und zweitens mal immer noch so ein bisschen unverständlich. Aber das soll jetzt ja nicht das Thema sein. Ich werde einfach nur weniger Bastelmaterial shoppen, weil ich genug habe. Und dementsprechend kann ich keine Action-Hauls mehr zeigen im Moment, zum Beispiel, auch wenn Leute das gerne gesehen haben. Es geht aber auch um die Kerzen. Und ich wurde die Tage angesprochen, und das ist jetzt auch wirklich nicht negativ gemeint oder so. Ich freue mich ja wirklich immer sehr über eure Kommentare und so. Aber ich wurde jetzt auch schon mehrfach gefragt, wann ich denn ein Video machen würde zu den neuen Goose Creek Düften, weil das erwartet wird von mir, von meinem Kanal, und ich verstehe das auch. Aber ich möchte jetzt einfach auch an der Stelle einfach mal sagen, das wird nicht kommen. Ich werde keine neuen Goose Creek Düfte vorstellen. Ich weiß, dass sehr viele, ich kann es euch gar nicht sagen, ich glaube, von den neuen Frühlings, sind das überhaupt die Frühlingsdüfte? Auf jeden Fall, die neuen Goose Creek Düfte sind rausgekommen vor ganz kurzer Zeit, vor 2 Wochen, 3 Wochen, ich weiß es nicht genau. Und es sind wahnsinnig viele. Das sind wahnsinnig viele. Ich glaube, es sind 15 oder 18 Stück oder so. Ich weiß es gerade wirklich nicht auswendig, aber es sind wahnsinnig viele neue Goose Creek Düfte rausgekommen. Und auch da sind wirklich einige dabei, die mich total ansprechen, die mir super gefallen. Ich habe mir aber fest vorgenommen, mir diese Düfte nicht zu kaufen. Einmal aus dem Grund, ich habe so, so viele Düfte, auch Melts, also nicht nur Gläser, sondern auch Melts, auch von Goose Creek, und ich schaffe es einfach nicht, diese Düfte aufzubrauchen. Das heißt, wenn ich die jetzt alle kaufen würde, was ja auch wirklich kein günstiges Vergnügen ist, also man muss sich das ja wirklich mal überlegen, dass, sagen wir mal, es sind jetzt 15 neue Düfte, ich glaube, es sind aber noch mehr, ich weiß es nicht genau, oder ist ja auch egal, auf jeden Fall kann man sich die natürlich logischerweise nicht im großen Glas bestellen, weil das ist ja eine Menge an Geld. Also bestellt sich jeder eigentlich die Melts zum Testen. Das sind ja diese kleinen runden Dosen, wo 6 kleine Stückchen drin sind, wo man sich immer eins abbrechen kann und in die Duftlampe werfen kann. Ein so ein Goose Creek Melt, so ein, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, auf jeden Fall, ne, diese Goose Creek Melts kostet 6 €. Das heißt,
bei 15 Stück, wenn ich mir die alle kaufen will, ich sage jetzt mal 15, ne? Wenn ich mir die alle kaufen will, könnt ihr euch selber ausrechnen, was mich das kostet im Einkauf. Um die dann in meinen Schrank zu legen und vielleicht mal eins davon testen zu können. Und es fällt mir schwer, aber ich habe wirklich das Geld einfach nicht dafür. Und da können jetzt auch die Leute denken, was sie wollen, aber ich bin nicht reich und ich werde auch nicht gesponsert irgendwie von irgendeiner Firma. Ich kriege nicht jedes Mal die neuen Düfte geschickt. Klar, wäre toll, ja, logisch, wer hätte das nicht gerne. Aber es ist halt nicht so. Ja, und das ist halt einfach mal Fakt. Ich kriege keine Düfte zur Verfügung gestellt von keiner Firma. Alle Düfte, die ich je in meinen Videos gezeigt habe, waren selbst gekauft, zumindest von den großen Firmen. Ich habe mir mal Handmade-Wachse geschenkt bekommen zum Vorstellen und so, aber das habe ich ja in den Videos auch immer erwähnt. Aber von den großen Firmen, ich kriege natürlich gar nichts geschenkt und ich muss mir alle meine Düfte selbst kaufen. Und mal abgesehen einfach von dem Thema, dass ich schon viel zu viel da habe, wirklich die Schränke platzen aus allen Nähten, habe ich im Moment einfach keinen Bedarf daran, die neuen Goose Creek Düfte zu kaufen. Und ich würde sie euch wirklich gerne hier vorstellen, aber das bringt mir einfach nichts. Ich hätte die dann hier liegen, die würden im Schrank vergammeln und ich würde vielleicht in einem Jahr dazu kommen, sie zu testen. Oder klar, man testet sie mal zwischendurch. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Aber es ist für mich einfach eine Sache im Moment. Ich habe auch so viel anderes, wenn man mal bedenkt. Ich habe so viele Hobbys. Ich habe außer dem Kerzenhobby natürlich noch das Bastelhobby, was Geld kostet. Ich habe andere Hobbys wie zum Beispiel PlayStation, Nintendo spielen, PC spielen. Ich habe jetzt gerade erst wieder neue Spiele für mich entdeckt, die auch Geld kosten. Ich gebe auch gerne und viel Geld aus für Nintendo-Spiele oder PlayStation-Spiele, wie auch immer. Das kommt halt auch noch dazu. Man hat halt einfach andere Hobbys, außer jetzt die Kerzen. Und was auch noch dazu kommt, ist natürlich auch das Haus und die Baustelle. Das kostet auch Geld. Da muss auch neue Tapete her, neue Fußböden und neue Möbel, neue Deko, neue Accessoires. Es ist zwar noch nicht so weit, aber das muss halt auch irgendwann mal gekauft werden. Und ich versuche auch einfach ein bisschen zu sparen, für dann mein eigenes Haus irgendwann schön einrichten zu können. Und ich hoffe, ihr versteht das einfach, dass ich gerne würde ich euch immer die neuesten Düfte auf meinem Kanal vorstellen oder die neuesten Sachen vom Action oder wie auch immer, würde ich wirklich gerne, aber ich kann es einfach nicht. Und ich hoffe, dass ihr das irgendwie verstehen oder nachvollziehen könnt, dass ich, ja, so gerne ich das würde, aber einfach da nicht mit anderen Kanälen mithalten kann. Ich weiß nicht, wie andere Kanäle das machen. Ich weiß, dass es natürlich Kanäle gibt, die auch gesponsert werden, die auch wirklich Düfte kostenlos oder andere Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, um die zu zeigen. Und das ist auch super toll und ich finde das echt klasse und das wünscht sich natürlich jeder. Aber ich meine jetzt Kanäle, die wirklich alles selbst kaufen. Wie die das machen, weiß ich nicht. Und ich finde es toll, wenn man es hinbekommt. Ich weiß auch nicht, vielleicht verkaufen diejenigen auch ihre Düfte danach wieder. Ich könnte ja jetzt zum Beispiel die Goose Creek Düfte auch alle bestellen und danach wieder weiterverkaufen. Aber dieser Aufwand, den man da betreibt, das, keine Ahnung, das steht in keinem Verhältnis, meiner Meinung nach. Und mal abgesehen davon, um nochmal auf den Punkt jetzt zu kommen, die Goose Creek Düfte sind im Moment fast alle ausverkauft. Das heißt, selbst wenn ich wollen würde, ich könnte sie mir gar nicht bestellen, da sie sowohl bei, ich sage ja mal, Duft und Raum, als auch bei Candle Dream ausverkauft sind. Bis auf, ich glaube, fünf verschiedene Düfte oder so, die man gerade noch so bekommt. Aber gerade die Düfte, die mich arg interessieren würden, die ich mir wirklich selbst auch für mich kaufen wollen würde, die sind alle ausverkauft. Also mal abgesehen davon, dass ich sie mir eigentlich nicht hätte kaufen wollen, weil ich schon zu viel habe und weil ich eigentlich ein bisschen Geld sparen will und weil ich aufbrauchen will. Ich könnte sie mir gar nicht kaufen, weil sie sind ausverkauft. So viel mal dazu. Ja, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm oder so. Es tut mir auch wirklich leid, aber es geht einfach nicht. Ich wünschte auch, ich könnte euch die aktuelle Yankee Candle Osterkollektion zeigen. Ja, da gibt es ja irgendwie zwei, drei neue Düfte im Moment, die ich auch interessant finde, beziehungsweise diesen Easter Basket oder wie der heißt.
Der interessiert mich, glaube ich, nicht so, weil der soll wohl auch sehr so nach gemähtem Gras oder so, frisch gemähter Wiese riechen oder überhaupt nach Wiese. Das ist, glaube ich, nicht mein Ding. Aber der Rainbow Shake und auch der Berry Bliss würde mich echt auch interessieren, aber ich habe den Schrank voller Kerzen. Ganz ehrlich. Ich habe so viele große Gläser, ich kriege schon die Tür nicht mehr zu von meinen Schränken. Und nee, sorry. Also nur so auch für die Zukunft. Es wird natürlich, werde ich mir den einen oder anderen Duft. Ich habe mir auch gerade einen neuen Duft gekauft und zwar, ich denke nicht, dass ihr es erkennen könnt. Ich weiß es nicht genau, ob man es erkennen kann. Da hinten in der Laterne steht ein großer Housewarmer von Cherry Blossom. Der ist die Tage bei mir eingezogen, weil ich einfach Cherry Blossom total toll finde und ich den letztes Jahr hatte als Votiv und ich habe den geliebt im Frühling und ich wollte diese Kerze unbedingt für den Frühling haben. Und mein Plan ist auch, diese Kerze abzubrennen. Fällt mir schwer, aber es ist mein Plan. Und ich versuche auch wirklich gerade Gläser leer zu bekommen, die schon ja, relativ wenig, wo nur noch ein bisschen Wachs unten drin ist, die vielleicht nur noch ein, zweimal brennen. Das ist jetzt gerade so der Plan, die dann auch abzubrennen, damit einfach mal wieder mehr Platz ist im Schrank. Genau. Das wollte ich auf jeden Fall mal angesprochen haben, dieses Thema, weil es mir doch echt sehr am Herzen gelegen hat, mit euch darüber zu reden. Es hat mich auch ein bisschen belastet, weil es mir einfach schwerfällt, weil ich würde natürlich genauso gerne wie andere Kanäle die neuen Düfte immer alle vorstellen. Aber man kommt halt irgendwann einfach an seine, ich sag jetzt auch mal, finanziellen Grenzen und ist wie es ist. Genau. Dann möchte ich noch mal drauf eingehen auf das Thema Tauschpakete, aber ich nehme erst noch mal schnell einen Schluck Kaffee, weil wird ja auch kalt, ne? Auf das Thema Tauschpakete wollte ich noch mal eingehen. Ich habe schon immer nicht viel von Tauschpaketen gehalten. Das habe ich auch schon in ganz vielen Videos erzählt. Es ging mir oft vorrangig um Basteltauschpakete. Ich habe den Sinn dahinter immer noch nicht ganz verstanden. Für mich hat es Sinn gemacht, Bastelsachen zum Beispiel, wenn man, ich sag jetzt mal, bei Doreen Beads bestellt und bekommt gewisse Perlen nur in einem großen Beutel, seien es 200, 250, gar 500 Stück und man braucht aber vielleicht nur 50. Dass man dann sagt, hey, wie sieht's denn bei euch aus? Ich habe diese und diese Perlen. Welche hast du denn? Ach genau, du hast andere. Dann komm, ich gebe dir 100 von meinen ab, du gibst mir 100 von deinen ab. Das ist ein Tausch und das macht für mich Sinn. Alle anderen Tauschpakete waren im Endeffekt nur Bastelkram hin und her schicken. Bastelkram, den ich mir hätte auch selber kaufen können. Weil es kostet ja auch Geld. Tauschpakete kosten Geld, selbst wenn man einen Betrag ausmacht. Ich sage jetzt mal, ich mache ein Tauschpaket mit jemandem, man macht aus, 20 Euro ist der Betrag. Und ich kaufe dann ein oder packe ein Paket für 20 Euro, schicke das an jemand, packe da Sachen ein, die ich mir zum Beispiel irgendwann mal gekauft habe, weil sie mir gefallen haben, gebe davon was ab, gebe teilweise auch noch komplette Verpackungen ab. Und kriegt ein Tauschpaket zurück, das derjenige sicherlich gut gemeint hat, aber wovon ich vielleicht nicht viel gebrauchen kann. Was beim Tauschpaket völlig in Ordnung ist und das soll auch gar nicht negativ sein. Ist aber einfach nur mal so, dass ich vielleicht von meinen Sachen, die ich mir selbst gekauft hatte, die ich vertauscht hatte, mehr gehabt hätte, als von dem, was in der Tauschpost kam. Das ist definitiv nicht immer der Fall gewesen, kam aber vor. Die Tauschpakete sind so ausgeartet irgendwann. In wirklich massive Größen, dass das wirklich unfassbar war und mir das auch überhaupt gar keinen Spaß mehr gemacht hat, überhaupt irgendwas zu tauschen. Weil für mich waren da einfach nur Kosten. Ich musste einkaufen gehen, ich habe teilweise Tauschpakete bekommen, wo ich das Gefühl hatte, derjenige hat da 40, 50 Euro oder mehr ausgegeben für das Tauschpaket und ich habe mich so unter Druck gesetzt gefühlt, da was Gleichwertiges zurückzuschicken. Ich bin zum Action gefahren, ich habe dann für Tauschpakete extra eingekauft. Und das ist doch nicht mehr Sinn der Sache von einem Tauschpaket, weil mittlerweile hat auch jeder ein Action in der Nähe oder die meisten. Und man kann sich doch die Sachen selber kaufen, die man haben möchte. Also für mich ist der Spaß an Tauschpaketen oder der Sinn daran irgendwie verloren gegangen. Deswegen mache ich schon seit
vielen, vielen Monaten keine Tauschpakete mehr, was Bastelsachen angeht. Außer mal ganz, ganz selten in Ausnahmefällen. Jetzt kam dann immer so dieses Thema auf mit Kerzen tauschen. Melz tauschen, alles kein Problem. Ich habe Tauschpakete gemacht. Ich finde es auch gut, dass man teilweise so an Düfte kommt, an die man sonst nicht kommen würde oder die man sich sonst nicht kaufen würde. Aber im Großen und Ganzen habe ich persönlich hier kaum Material zum Tauschen. Ich kaufe mir meine Kerzen und meine Melz, weil sie mir gefallen. Deswegen kaufe ich die für mich und ich möchte die auch behalten. Das heißt, wenn mir jemand, ich habe auch schon Angebote bekommen, so, hey, du hast doch mal in einem Video erzählt, ich sag jetzt mal zum Beispiel, deine Lieblingskerze ist Vanilla Cupcake. Ich habe eine hier, möchtest du die gegen irgendwas tauschen? Dann denke ich mir, das ist ja lieb gemeint, aber das bringt mir gar nichts. Weil erstens mal muss ich mich von der Kerze trennen, die ich vielleicht hätte behalten wollen. Oder ich muss eine kaufen zum Tausch. Dann kann ich mir aber auch einfach eine Vanilla Cupcake kaufen und habe meine Ruhe. Und habe nicht nochmal Versand. Muss man ja auch noch bedenken, weil Tauschpakete kosten ja auch immer noch Versand. Klar kostet ein Kerzenshop Versand auch Versand, ja. Aber nicht immer. Ich kann auch bei Amazon Prime bestellen, wenn ich das möchte. Kann mir da eine Vanilla Cupcake bestellen. Vielleicht habe ich ein gutes Angebot und ich bekomme sie für, keine Ahnung, 22, 23 Euro versandkostenfrei. Ist doch top. Brauche ich nicht mit jemandem tauschen, weil warum? Und das ist halt so ein bisschen, was für mich Sinn ergeben würde an Tauschpaketen, wäre wirklich jetzt gerade wieder Thema neue Goose Creek Düfte. Wenn ich jetzt eine gute Freundin habe, die sich auch für Kerzen interessiert, dass man sagt, hey, wie sieht's denn aus? Lass es uns doch aufteilen. Es gibt, ich sag jetzt mal, machen wir es mal glatt, es gibt 10 neue Goose Creek Düfte, dann bestelle ich mir 5. Und meine Freundin wohnt vielleicht in einem anderen Teil von Deutschland. Mag ja alles sein. Ich bestelle mir 5, sie bestellt sich 5. Und man sagt, man teilt die in der Mitte durch und jeder, damit jeder alle Düfte hat, man teilt die einfach. Also man tauscht quasi, damit jeder was davon hat. Total sinnvoll. Finde ich super, würde ich sofort machen. Aber so läuft es halt nun mal nicht. Getauscht werden nur komplette Sachen oder. Ja, man gibt mal ein Stück ab von seinen Mails, die man gekauft hat. Ist auch alles kein Thema. Habe ich auch alles schon gemacht. Ich habe schon mit einigen Leuten Kerzen getauscht. Ich habe auch von meinen Goose Creek Mails, wieder zum Thema, ne? 6 Stück in dieser Dose. Ich habe teilweise so, mit so vielen Leuten getauscht, dass mir persönlich von diesen Goose Creek Mails ein Stück übrig geblieben ist. Und die anderen 5 habe ich vertauscht. Klar habe ich dafür was bekommen. Logisch. Aber trotzdem ist das nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Und das ist einfach, ich möchte einfach nicht tauschen. Deswegen bitte, schreibt mich nicht mehr an, was Tauschen angeht. Ich möchte weder Bastelpakete tauschen, noch möchte ich Kerzen tauschen. Wenn ich mal was tauschen möchte, möchte ich das in Zukunft so halten, dass ich ein Video dazu mache, dass ich mich hier hinsetze und sage, Leute, ich habe mir, keine Ahnung, dieses und dieses und dieses Melk gekauft oder diese Kerze oder dieses Bastelzeug und ich möchte es nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer, und ich möchte das tauschen. Dann kann sich gerne jemand melden, aber ich möchte einfach nicht mehr, ich kann das auch nicht. Das Tauschen, weil man muss auch immer bedenken, ich bin nur eine Person, die mit ganz vielen Leuten tauscht. Und ich habe irgendwann einfach kein Tauschmaterial mehr. Und ich kann, also ich bin jetzt gerade an einem Punkt, ich habe wirklich meine Tarts teilweise zur Hälfte vertauscht von Yankee Candle. Ich habe meine Goose Creek Melts bis auf einen Melt aus dieser Packung vertauscht. Und ich habe einfach nichts mehr zum Vertauschen. Und deswegen möchte ich auch einfach nichts mehr hergeben, weil gezwungenermaßen, wenn ich jetzt wieder einen Tausch einwillige, muss ich was einkaufen, um was tauschen zu können. Und das ist für mich einfach nicht der Sinn von einem Tausch. Und vielleicht bin ich auch komisch oder keine Ahnung, aber es ist mir einfach wichtig, dass ihr auch meinen Standpunkt kennt, dass ihr wisst, wie ich darüber denke und ja, vielleicht findet ihr mich jetzt alle kacke und das mag auch sein, aber es ist halt einfach meine Einstellung zu der Sache und mir persönlich macht Tauschen keinen Spaß, weil es setzt mich permanent unter Druck. Egal in welcher Form,
Es ist immer jemand, ich weiß, es ist immer jemand da, der auf mich wartet. Und ich kann es einfach nicht. Es setzt mich so unter Druck, das blockiert mich. Und so ging es mir beim Basteln und so geht es mir jetzt auch bei den Kerzen. Und ja, schreibt mir auch gerne eure Meinung in die Kommentare, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Ist mir ganz egal. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr es negativ findet. Gerne. Mir ist es wurscht. Ich kriege so viele doofe Kommentare und da stehe ich drüber. Also man kann, klar, ist es doof, wenn jemand schreibt in den Kommentar, du bist blöd oder du bist scheiße oder du bist hässlich oder keine Ahnung. Das sind blöde Kommentare, aber das, ne? Aber so konstruktive Kritik immer gerne. Also mir kann auch gerne jemand schreiben, hey, ich finde deine Einstellung total kacke. Kein Thema. Kann ich mit umgehen. Und weiß ich nicht. Ich bin halt so. Und ich weiß, dass ich nicht bin wie alle anderen Menschen, aber das ist auch gut so. Und von daher, ja, das wollte ich dazu auf jeden Fall gesagt haben. Und deswegen wird es halt auch einfach weniger Hauls geben auf meinem Kanal. Ich will weniger einkaufen, ich will mehr verbrauchen, ich will nicht tauschen. Ich glaube, ich habe alles angesprochen. Also, ich habe auch hier auf meinem schlauen Zettel steht eigentlich auch nichts mehr drauf. Ich denke, ich wollte bestimmt auch noch was anderes ansprechen, aber das war jetzt so, was mir auf dem Herzen lag und ich denke noch mal kurz drüber nach. Das war einfach so ein bisschen was, was raus wollte und was ich einfach erzählen wollte. Und ja, wenn ich jetzt nach dem Video, keine Ahnung, 100 Abonnenten weniger habe, dann ist dem so. Ich kann niemanden zwingen, auf meinem Kanal zu bleiben oder niemanden zwingen, sich hier wohlzufühlen. Ich versuche immer, mein Bestes zu geben und keine Ahnung, mit allen irgendwie klarzukommen, immer nett zu sein zu jedem und auch auf alle Nachrichten zu antworten, insofern es halt einfach Nachrichten sind, die normal sind. Auf komische Nachrichten braucht man sich nicht wundern, wenn man keine Antwort bekommt. Aber so im Normalfall, ich versuche wirklich mit jedem gut klarzukommen und ich versuche, das alles auch einigermaßen rüberzubringen. Und ich versuche auch wirklich, dass ihr auch versteht, dass ich so bin, wie ich halt bin. Dass ich nicht vor der Kamera anders bin, als ich wirklich bin. Und bin halt einfach so. Ist halt so, ja. Genau. Ich hoffe halt, es kommt an und kann mich nicht jeder mögen. Das weiß ich auch selbst. Genau. Ja, ihr Lieben. Das war halt echt so mal was, was ich noch loswerden wollte, damit ihr auch einfach mal wisst, was ist bei mir im Moment los, warum kommt nicht alle 2 Tage ein Video. Wenn ihr Videovorschläge habt, gerne her damit. Wenn ihr sagt, hey, mach doch mal dies oder zeig doch mal das oder so, insofern es halt bitte nicht mit Kaufen zu tun hat. Immer gerne, könnt ihr gerne Vorschläge machen. Vielleicht ist ja was dabei, wo ihr sagt, das und das und ich denke, hey, ja, cool, voll die gute Idee oder so. Kann ich ja dann gerne umsetzen. Klar, ich versuche in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr Content zu bringen, sofern es halt möglich ist. Ich habe auch demnächst Urlaub und versuche da auch wieder ein bisschen was zu basteln. Da kommt dann auch was. Ich habe ja auch noch eine Miniatur hier stehen, die ich schon längst hätte anfangen wollen, aber es hat halt einfach. Auch für so eine Miniatur muss man wirklich den Kopf frei haben. Man muss einfach Lust und Zeit haben und den Kopf frei haben, sich dahinzusetzen und zu wissen, ich bastel da jetzt nicht nur eine Stunde dran, sondern wirklich lange. Also so eine Miniatur nimmt Stunden in Anspruch, ihr kennt es ja vielleicht. Und ja, das hatte ich einfach nicht im Moment. Es ist einfach so viel los und ist manchmal halt so. Aber es kommt noch, die Miniatur ist auch noch geplant, da wollte ich euch ja auch mitnehmen, ein paar Videos dazu machen. Ja. Genau, ich überlege jetzt gerade, ob ich noch irgendwas sagen wollte. Ob es noch irgendwas gab, irgendwas Wichtiges oder so. Aber ich glaube, das waren jetzt gerade für mich wirklich die Themen, die mich halt beschäftigt haben. Und wie gesagt, gerne Kommentare und Meinungen und ob positiv oder negativ, haut's einfach raus und man kann ja auch über alles reden, das sage ich ja sowieso immer. Mit mir kann man über alles reden. Es ist gar kein Problem. Wenn sich auch irgendwie mal jemand von mir durch irgendeine Aussage angegriffen fühlt oder so, einfach mit mir drüber reden, kein Thema. Ich bin auch gerne bereit, meine Meinung
ja, nicht meine Meinung zu ändern, aber auch die Meinung anderer zu akzeptieren und manchmal auch zu merken, okay, stimmt, hast recht, das habe ich irgendwie falsch ausgedrückt oder, ne, man kann ja über alles reden. Von daher, ich freue mich immer über eure Nachrichten und ich freue mich auch natürlich immer über die lieben Kommentare. Und ja, was mir gerade noch einfällt, wollte ich jetzt an dem Punkt einfach mal kurz sagen. Vielen, vielen Dank für über 2000 Abonnenten mittlerweile, ja. Da habe ich auch noch gar nichts dazu gesagt. Ich plane ja auch schon eine ganze Weile wieder an einem Gewinnspiel, aber ja, kommt irgendwann. Aber ja, ich möchte euch auf jeden Fall nochmal Danke sagen an über 2000 Leute, die meinen Kanal verfolgen, die gerne hier reingucken. Und ja, vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Vielen Dank an alle, die jetzt nach, ich gucke gerade, 35 Minuten Gelaber immer noch dabei sind, die sich jetzt hier auch 35 Minuten von meinem Gequake angehört haben, obwohl es teilweise bestimmt anstrengend war. Keine Ahnung. Ja. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich. Ich habe gerne Kontakt zu euch, muss ich mal sagen. Freue mich immer über Nachrichten und Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen nochmal einen Schluck Käffchen. Und dann verabschiede ich mich mal. Es ist auch schon spät. Und ja, ich glaube, ich habe an alles gedacht. Ansonsten muss ich halt nochmal ein Video machen die Tage. Ja, ihr Lieben, so ist das bei mir im Moment. Jetzt wisst ihr Bescheid. Seid ihr mal auf dem aktuellen Stand, was bei mir so los ist und nicht los ist. Wenn jemand weiß, wo man Goldesel für den Keller herbekommt, auch immer gerne her damit. Ja, Spaß. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video, hoffentlich bald. Und ich hoffe, ihr bleibt alle dabei. Und verlasst mich jetzt nicht. Wäre schön. Und ja, dann macht's gut, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.